Und damit hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Ich will euch mal kurz mal zeigen, wie der Fortschritt oder wie das ganze Ding vorangeht bisher. Und ein paar Sachen sind mir noch aufgefallen. Los geht's. Und nachdem ich hier ja ausgiebig gerade Squad Battles auf Rookie Grind ist mir oder einem Kollegen auch im Discord aufgefallen, dass man hier, wenn man selbst noch Super Side spielt, es steht immer die gleiche Punktzahl dran. Es sind immer 2135 Punkte, egal ob das jetzt ein 81er Team ist, ein 76er Team, ein 65er Team, es steht immer der gleiche Wert hin dran. Dass die Punkte, die aber bekommt, ist, sind aber die richtigen dann. Da ist noch ein Bug drin. Kann man auch jetzt hier nochmal ganz deutlich sehen, die habe ich jetzt heute früh gespielt. Also auch hier wieder die 2135 Punkte. Wenn das Spiel mit maximaler Punktzahl gewonnen, da gibt es noch die richtigen, die man dafür erhalten soll. Also da nicht verwirren lassen, dass hier eben die falsche mögliche Punktzahl dort steht. Die richtigen gibt es dann dafür, umso besser. Ja, mein Weg ist jetzt ziemlich klar. Ich spiele die Squad Battles of Rookie, habe eben ein Line-Up gemacht mit den ganzen Prototypes drinnen, die ich bisher habe, zeige ich dann auch nochmal ganz kurz. Ich spiele es immer einmal auf Rookie, 2 Minuten, 4 Minuten, je nachdem, wie ich gerade lustig bin. Und dann mache ich für 500 Münzen den Refresh und spiele es immer beim normalen Team. Das heißt auch da die, und also wechsle ich die auch schon wieder und spiele es mit meinem normalen Team. Da ist ja ganz gut, dass dann eben der Fortschritt, den man dann trotz, dass man den Reset hier macht, den Fortschritt, den man geholt hat, der bleibt erhalten. Heißt, ich spiele gerade mit dieser legendären Aufstellung aus eben Marna Hish hier mit drin. Dazu noch Brindamur. Auch mit den Icons muss man ja Ziele abschließen. Der spielt ja am Flügel. Thornton noch aus dem Hoodrush gezogen. Larak war in dem Pack bei mir drin. Ready Kachuk. Und dann haben wir hier noch, man braucht auch Aufgaben für Mache Vorlagen mit einer Basiskarte. Deswegen habe ich hier dann auch Schofield mit drin. Und ja, für die Reihe eben der X-Faktor nochmal eine Basiskarte und auch hier noch eine Icon. Defense schaut es genauso aus. Meine Teambilder sind nach hinten gerutscht. Ich spiele eigentlich nur mit der ersten Reihe, mehr oder weniger. Wechseln wir zwischen 1 und 2 ab. Was noch fehlt, ist eigentlich ein Torwart, weil gerade wenn man so Spiele mit der und der Karte, da wird sich mal als Backup-Goalie, egal wie gut er ist, eigentlich einer anbieten, aber bisher noch keinen gezogen. Wo ich da mit der Aufstellung gestern angefangen habe, habe ich die ganzen Headliners noch mal drin gehabt, also Kessler, wer hat denn alles? Also die ganzen Kollegen hier, dazu noch Kessel und Yandel hatte ich noch und ich glaube noch 2, 3 Giordano. Wo ich dann die ganzen Hood-Headliner-Ziele abgeschossen habe, habe ich die dann rausgeschmissen und habe dann eben meine ganzen Prototypes in die ersten reingestellt. Ja, und auf dem Weg kommt man eigentlich ganz gut voran. Habe jetzt 4 von 8 Zielen abgeschlossen, also die Deeks, wie gesagt, das kann man in einem Spiel machen. Schießen waren jetzt diese 120 Schüsse oder was, das waren noch 125. Auch das hat ein bisschen gedauert, aber das kriegt man gerade, wenn man eine Druckphase hat und dann wirklich aufs Tor voll wie blöd ganz gut hin. Auch die Checks macht man im Laufe der Zeit eh so und so, sowieso. Und die 50 Spiele, wie gesagt, wenn man 7 Spiele im Lineup hat, wie ich jetzt gerade habe, das heißt, ich brauche dann dementsprechend keine 50 Spiele, sondern nur ein Siebtel davon. Fragt mir jetzt bitte, wie viel das ist. Und in Fantasy Hockey Objectives haben wir auch schon 3 von 6 abgeschlossen, das haben wir da gemacht. Probieren Pässe verwandeln, also einfach hin und her passen, auch das kriegt man schnell. Sollte man in der offensiven Zone machen, sonst zählt es nicht so genau. Auch hier die Schüsse muss man mit der anderen Aufgabe genauso machen. Und auch die 20 Spiele eben. Mit so einem Spieler im Lineup. Wie gesagt, das geht dann mit 7 Stück dann recht schnell. Nächstes Ziel ist jetzt halt eben noch die 90 Spiele zu machen. Danach müssen wir noch Tore erzielen. Das würde wahrscheinlich der letzte Punkt werden. Die 225 Spiele, denke ich mal, werden auch dann so nach und nach erreichbar sein. Und jedenfalls habe ich jetzt zumindest schon mal aktuell 9 von den Fantasy Hockey Collectibles. Und wenn wir noch sechs SS machen, dann können wir 8 SS machen, dann kriegt man noch einen 84er mit dazu. Das müsste dann, denke ich mal, Eginla sein. Ich glaube, das ist der einzige, den wir gerade haben. Eginla oder Nash war es, glaube ich, noch. Genau. Also das, dann haben wir da, können wir mal 8 Spieler im Lineup. Können Sie mal echt mal ausrechnen. Brauchen wir einen Taschenrechner. Also jetzt haben wir 51 Spiele. Eins müssen wir noch machen mit unseren 7 Spielern in unserem Lineup. Da dann eben die 6 oder 8 SS machen. Also wir sind bei 58 Spielen. Dann haben wir einen 8. Spieler im Team, wir haben 225 Spiele, minus 58 sind dann 167 und das durch 8 müssen wir noch 21 Spiele machen, um die ganze Geschichte abzuschließen. Ja, wie gesagt, es ist nervig, ist zeitaufwendig, aber auf jeden Fall ein Weg, wo man das Ganze, wie gesagt, eben mit reiner Free-to-Play-Weg auch hier abschließen kann. Also es sollte dann in den verbleibenden 7 Tagen, wenn ich das machbar ist, dann zumindest in den verbleibenden 14 Tagen oder 13 Tagen, dass man sich da zumindest von Woche 1 oder von Woche 2 so ein Choice dazu machen kann. Dann noch ein paar Sachen zu den Sets. Also mein treuer Follower Hans hat hier festgestellt, dass eben dieses Set weg ist, wo man für 5 Diamant-Collectible ein Power-Up-Collectible bekommen hat. Das ist jetzt hier rausgekommen, war auf einmal anscheinend ein Timer dran, so wie es jetzt hier ist. Und dann war das ganze Ding weg. War eh ein schlechter Wert. Ich finde, die Diamant-Collectibles haben eh einen recht schlechten Wert, wenn man es mal genau nimmt.
Wenn ich einen guten Vergleich hier bei den Team of the Week Collectibles, bei Squad Battle Collectibles. Hier braucht man nämlich 16 von diesen Collectibles, um ein Jumbo Elite Pack zu bekommen. Alternativ kann man ja für 5 Collectibles ein Diamant zum Objekt machen. Das heißt, mit unseren 16 Collectibles wird man 3 Diamant Collectibles kriegen. Um dann aber hier das gleiche Set zuzumachen, brauche ich 6 von den Diamant Collectibles. Also 3 zu 6 ist dann doch ein Unterschied. Also, wie gesagt, ich finde den Wert bisher von den Diamant Collectibles, was ja meiner Meinung nach Diamant ist ja eigentlich das Höchste, was ja eigentlich mehr sein sollte, finde ich bisher recht mies. Aber wie gesagt, da jetzt hier schon Sachen verschwunden sind, kann natürlich sein, dass es in Zukunft auch gefixt wird. Dann kam auch vermehrt die Frage auch, wie Hoodrush, wie diese Sweep-Check oder Swap-Checks, normal sind Sweep-Checks, aber hier, es fehlt ein E oder weiß doch anders, aber auf jeden Fall, wie man das genau macht, ich zeige euch mal ganz kurz, wie man das macht. Das war ein Sweep-Check. Also einfach L1 halten und dann hin und her wischen. Dann sweept man es mit 2 E's. Auch dann dementsprechend. Dann gibt es im EA Forum einen Microsoft Forms Datei, wo man eine Umfrage machen muss. Ich hänge euch den Link da mal mit unten dran. Also Answers, Hardcat Headquarter, NG24, User Experience Survey. Please skip questions for game features that you haven't played. Das heißt, wenn ihr hier Fragen zum Auktionshaus, wenn ihr kein Hood spielt, dann habt ihr kein Auktionshaus. Gleich geht es natürlich für World of Shelf Franchise, Beyond Pro und das ganze Zeug hier. Radio Experience in Hood Auction House, 1 ist quasi ganz schlecht und 10 ist extrem gut. Und da könnt ihr ja anfangen, Sachen, die jetzt hier nicht, die nicht betreffen, dementsprechend einfach überspringen. Ist alles anonym, also hier zum Beispiel World of Shell spiele ich nicht, von dem her würde ich das alles hier überspringen. Kann man auch mehrmals abstimmen. Und dann, wenn man alles beantwortet, kann man auch eine eigene Angabe oder eine eigene Antwort angeben. Ich sage bitte in Englisch, wahrscheinlich gescheiter. Und dann abschicken kann man eben mehrmals machen auch, aber auf jeden Fall, der erst wir gesehen haben, dass die auf unseren Community-Feedback auch hören, würde ich das jetzt echt mal mindestens einmal ausfüllen. Und natürlich könnten wir jetzt einen von den Prototype-Spielen noch upgraden bis 85, würde uns am Schluss nur 5000 Münzen kosten, aber ich weiß eh, ich will keinen davon behalten, von dem her sparen wir das Ganze. Und wie gesagt, für Squad Battles of Rookie, da lang die 82er-Basis gerade genauso, da braucht man nicht extra einen abgemacht, aber könnt ihr gerne machen, aber wie gesagt, Kosten von 5000 Münzen, wenn man die gerade wieder downgradet. Damit sind wir am Ende vom heute Video angelangt, vielen Dank fürs Einschalten, immer dran denken, sauber bleiben und viel Spaß beim Spielen. A little too fast, I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration.